Hallo liebe Mutpiloten, es ist Sonntag, ihr wisst ganz genau, was das bedeutet. Der X-Men Rewatch Marathon geht weiter und heute nicht mit X-Men Apocalypse. Ich dachte, dass ich heute über X-Men Apocalypse sprechen müsste. Hab mich gestern hingesetzt, ich so, oh, es ist schon 22 Uhr, jetzt musst du noch X-Men Apocalypse gucken. Und ich so, halt, halt, Deadpool kam vor X-Men Apocalypse in die Kinos. Also guck ich Deadpool, hab mich gleich aus zwei Gründen gefreut. Zum einen, ich muss nicht X-Men Apocalypse gucken. Zum anderen, Deadpool ist wesentlich kürzer als X-Men Apocalypse. Also es war eine Win-Win-Situation. Ich habe mir Deadpool angeguckt nach Ewigkeiten. Was ich davon halte, das verrate ich euch jetzt. Doch Achtung, hier kann es immer wieder zu Spoilern kommen, was Deadpool, das X-Men-Franchise und so weiter und so fort angeht. Bitte, 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 schaut diese Videos auf eigene Gefahr. Und ja, alles, was jetzt folgt, ist natürlich nur meine Meinung. Damit wurden alle Disclaimer disclaimed. Legen wir los. Okay, Deadpool war ein Fan-Favorite-Comic-Charakter in der Nerd-Welt. Er war was ganz Besonderes. Er hat sich extrem unterschieden von allen anderen Marvel-Comics da draußen. Warum? Weil er wusste, dass er eine Comicfigur ist. Er spricht andauernd mit den Zuschauern. Er spricht darüber, dass er eine gezeichnete Figur ist. Er kennt die Unterschiede zwischen Marvel und DC. Er weiß, dass die X-Men ein Franchise sind. Und gleichzeitig ist er Teil dieses X-Men-Franchises. Er war schon immer eine sehr, sehr merkwürdige, herrlich verrückte, herrlich brutale, herrlich freche und politisch unkorrekte Figur, und deswegen hat man ihn auch so geliebt. Auf Fan-Conventions sieht man immer und immer wieder Leute im Deadpool-Outfit, und ich wusste, dass der Charakter extrem beliebt ist. Deswegen, als ich X-Men Origins Wolverine gesehen habe, dachte ich mir, wow, Leute werden pisst sein. Und Leute waren pisst. Dabei war Ryan Reynolds nie das Problem. Ryan Reynolds wurde geboren, um Deadpool zu spielen. Aber was sie aus der Rolle gemacht haben in X-Men Origins Wolverine, selbst wenn man den Film mag, was ich nicht verstehe, aber selbst wenn man den Film mag, Deadpool hat man voll in die Tonne getreten. Doch Ryan Reynolds war so passioniert, was diese Rolle angeht. Er wollte unbedingt den richtigen Deadpool spielen. Er meinte, alle Superheldenfilme, die er je gemacht hat, ob Blade 3, ob Green Lantern oder ob X-Men Origins Wolverine, waren eigentlich nur weitere Versuche, einen authentischen Deadpool-Film zu machen. Und dann hat man so ein Test-Footage gedreht. Das ist im Grunde genommen der Vorläufer für die Autobahnsequenz, die wir dann im Film tatsächlich bekommen haben. Irgendjemand hat sie geleakt und die Fans sind ausgerastet über eine leakte Sequenz aus einem möglichen Deadpool-Film. Und das hat im Studio gesagt, wow, ihr meint, ein R-Rated-Deadpool-Film, der geht? Und Leute zahlen Geld dafür und sie wollen tatsächlich eine akkurate Interpretation ihres Lieblingscharakters sehen. Ich so, so einfach funktioniert das Hollywood. Gibt den Fans manchmal, was sie wollen, und hört auf mit subverting expectations, weil ja, muss kein Mensch sehen. Muss kein Mensch sehen. Aber ja, Deadpool war ein unfassbares Gamble. Und ich sag's ganz ehrlich, das kann ich jetzt sagen, Deadpool ist ein Comicfilm-Wunder. Zum einen, dass er tatsächlich gemacht wurde. Dass 20th Century Fox doch gesagt hat, wir trauen uns euch einen akkuraten, frechen, R-rated Deadpool zu geben. Ja, in dem Film gibt es Szenen im Stripclub. Er ist extrem politisch unkorrekt, er ist extrem blutig und gleichzeitig soll er ja diesen Mainstream-Appeal haben. Das hat der Film gemacht. Der Film hat so viel Geld eingespielt, war ein derartiger Erfolg. Deadpool wurde jetzt auch Teil der Comic-Film-Welt und derartig beliebt, dass Leute ihn zitieren. Ryan Reynolds spielt seitdem im Grunde genommen nichts anderes mehr. Ehrlich gesagt geht es mir ein bisschen auf den Keks. Wenn ich einen anderen Ryan Reynolds-Film sehe, höre und sehe ich irgendwie nur noch Wade Wilson. Aber das will ich diesem Film nicht anlasten, der Deadpool war der Wahnsinn. Hat auch den Weg geebnet für Filme wie Logan und Joker. R-Rated-Comic-Verfilmungen, die jetzt nicht das krasseste Budget haben, die aber sehr viel einspielen können und tatsächlich ihr Publikum finden. Also, ich war heiß, weil als ich die Trailer-Kampagne gesehen habe, dachte ich mir, das ist genau das, was wir brauchen. Ich weiß, dass sie sich bei Deadpool, speziell im Marketing, richtig, richtig viel Mühe gegeben haben. Denn man hört teilweise extra aufgenommene Sachen nur für den Trailer. Wie zum Beispiel, wenn Deadpool sagt, from the studio that inexplicably sewed his fucking mouth shut the first time, comes five-time Academy Award viewer Ryan Reynolds as a man on an E-Harmony date with destiny. Ladies and gentlemen, I give you me, Deadpool. Ich so, ist verdammt clever. Ist verdammt clever, dass auch 20th Century Fox sich lustig macht über den scheiß Deadpool aus X-Men Origins Wolverine. Ich so,
sehr schön, dass ihr zumindest eingesteht, dass das ein gigantischer Fehler war. Und dann habe ich den Film gesehen und ich, ja, das war 2016 eine der besten Comedies, die ich gesehen habe. Das war einer der besondersten Comic-Film-Erlebnisse, die ich je hatte. Und es war alles außer Einheitsbrei. Ich kann sagen, Ryan Reynolds als Wade Wilson aka Deadpool ist mittlerweile genauso ikonisch wie Hugh Jackman als Logan aka Wolverine, Michael Keaton als Batman und Tobey Maguire als Spider-Man. Er gehört mit in diese Liste rein, weil es ist ein Traumcasting, die Rolle ist eingeschlagen wie eine Bombe und es hat sich nicht angefühlt wie Comicverfilmung Nummer 35.000. Es war was sehr Eigenes. Das habe ich mir auch gewünscht, ich wusste nicht, ob ich es kriege. Die Trailer sahen alle lustig aus und dann bin ich ins Kino gegangen und die Eröffnungsszene allein, ich... Das ist fucking brillant. Das ist fucking brillant. Wenn wir den Song hören, wie heißt er? You're My Darling Angel? Ist das der Song? Ich weiß immer nicht, wie der Song tatsächlich heißt. Ganz egal. Aber wir haben die Opening Credits und wir sehen, dass etwas fürchterlich Gewalttätiges passiert. Da ist sowas wie ein Autounfall. Wir sehen, dass lauter Gangster gequält werden von Deadpool in Slow-Mo. Aber niemand kriegt seinen richtigen Namen. Da steht sowas wie Some Douchebags Film, an Overpaid Tool. Niemand kriegt seinen tatsächlichen Namen. So, die Drehbuchautoren, The Real Heroes. Ich musste so krass lachen, dass sie das wirklich durchziehen. Weil Deadpool ist nun mal self-aware. Er weiß, dass er in einem Film ist. Und generell, die Erzählstruktur des Films, überraschend clever. Wir fangen an und er ist bereits Deadpool. Wir wissen, er ist auf einer Autobahn. Er begrüßt uns, sagt uns, wie er den Job bekommen hat. Und als ich gehört habe, wen er befummeln musste, um den Job bekommen hat, musste ich auch krass lachen. Whose balls did I have to fondle to get my very own movie? I can't tell you, but it does rhyme with Pulverine. Generell, wenn ich einfach nur die Best-of-Witze zitieren würde in diesem Film, würde das Video was 40 Minuten lang gehen, möchte ich jetzt nicht machen, möchte ich hier einfach jeden Witz nochmal rezitieren. Auf ein paar muss ich eingehen, weil ein paar einfach so brillant sind und ich habe ein paar davon auch wirklich schon vergessen gehabt. Aber ja, ich habe mich sehr darüber gefreut, von ihm angesprochen zu werden. Und das Besondere an Deadpool ist, in diesem Film geht es nicht darum, erneut die Welt zu retten. Das ist nicht Avengers Infinity War, das ist nicht irgendwie Avengers oder Justice League oder Batman wie Superman, wo irgendwo eine gigantische Bedrohung ist und schon wieder das Universum oder die Welt enden muss. Nein, das ist ein Typ, der verliebt ist, der möchte seine Geliebte zurückhaben, möchte sich an dem Typen rächen, der sein Gesicht entstellt hat. Das ist alles. Und selbst die Charaktere, die Nebencharaktere, funktionieren alle so gut. Der Film ist nur 108 Minuten lang und dafür erzählt er ganz schön viel, macht das schön portioniert und gibt uns alles, was wir uns in einem Deadpool-Film wünschen könnten. Der Film fängt direkt an auf der Autobahn und zeigt uns, wow, das ist R-Rated, das ist brachiale R-Rated Gewalt. Ich fand es extrem witzig, dass wir auch anfangen mit diesem Taxifahrer, Dupinder, der tatsächlich eine größere Rolle hat. Jedes Mal, wenn er und Deadpool interagieren, ist es saulustig. Und dann springen wir von diesem Gag in die hammerbrutalen Action-Szenen rein, die aber auch lustig sind, weil Deadpool halt, ihm ist es so scheißegal, wie er die platt macht und er macht sie auf kreative Art und Weise platt und sie zermatschen irgendwo an der Scheibe. Ich kann euch das alles gar nicht zeigen, weil sonst das Video age-restricted ist, aber es ist wirklich lustig. Es ist Brutalität, die überraschend unterhaltsam ist. Klingt komisch, sollte aber genauso sein, weil das ist Deadpool. Wenn er abzählt, wie viele Kugeln er noch hat und er Leute fertig macht. Wir sehen, dass er ein Mutant ist. Er hat eine Mutantenfähigkeit. Er kann heilen wie Wolverine. Seine Maske ergibt eigentlich nicht wirklich Sinn. Ich meine, sie ergibt Sinn für die Comics, aber dass seine weißen Stellen da bei den Augen wirklich expressiv sind, ergibt nicht wirklich Sinn. Aber es ist halt comic-akkurat und Deadpool ist sowas von comic-akkurat in diesem Film, dass ich sage, ich find's geil. Ich find's wirklich geil. Und dann switchen wir hin und her. Das ist das, was der Film so besonders macht. Er fängt an mit der Gegenwart. Wade Wilson ist bereits Deadpool und dann sehen wir seine Vergangenheit. Und hier gelingt dem Film eine Menge. Also zum einen, ich find's, das ist eine sehr spannende Art und Weise, endlich mal eine Origin-Story zu erzählen, dass wir nicht diese Standard-3-Akt-Struktur haben. Oh, irgendetwas Dramatisches passiert. Oh, ich werde Superheld. Oh, das ist mein finaler Showdown. Nein, wir springen wirklich hin und her in der Zeit und es macht Spaß. So kriegen wir portioniert alles mit, was wir wissen müssen über Wade Wilson, über diese Welt, über diese Charaktere und über den Werdegang zu Deadpool. Und das Tolle ist, Wade Wilson war schon genauso frech und genauso ein Arsch, wie er es ist, als Deadpool. Er war sowas wie ein Kopfgeldjäger. In einer Bar wurde er regelmäßig angeheuert, um irgendwie Leute abzuschrecken, teilweise auch Leute umzubringen. Aber wir sehen, den ersten Job, den er annimmt, ist für irgendein Mädel, das gestalkt wird. Und seine komplette Szene. Mann, die Szene mit dem Kitty Litter, musstet ihr auch so lachen wie ich? Ich hab die komplett vergessen. I will shoot your fucking cat. I don't really know what that means. I don't have a cat. Then whose kitty litter did I just shit in?
großartig. Aber wir sehen, das ist ein Typ mit Herz. Er ist ein Arsch irgendwo, aber er ist auch ein Kerl mit Herz und Charme. Und wir sehen seine Welt kennen, diese merkwürdige Bar, wo auch TJ Millers Charakter Weasel eingeführt wird, der Barkeeper, die beiden sowas wie Best Buddies. Und dann sehen wir, dass er sich in eine Stripperin verliebt, namens Vanessa, gespielt von Morena Baccarin, so spricht man sie aus Firefly, kenne ich sie vor allem. Und ich muss sagen, die beiden haben eine mega, mega Chemie. Das war so clever. Das ist das beste Superhelden-Leinwandpaar seit Tony und Pepper. Vielleicht sogar Kirsten Dunst und Tobey Maguire. Weil die beiden haben nicht nur eine super Chemie. Die beiden sind gleich frech, gleich dreckig. Die haben auch immer ihre Gedanken irgendwo in der Gosse. Und deren Montage, wo sie sich lieben und sich besser kennenlernen, ist einfach nur köstlich. Erneut, ich kann es euch nicht zeigen, weil age-restricted. Aber deren Chemie fühlt sich überraschend echt und herzerwärmend an, obwohl sie so frech und dreckig ist. Und das liebe ich an diesem Film. Weil hier ist mir auch aufgefallen, beim erneuten Gucken, es ist eine Komödie. Es ist durch und durch eine Komödie mit einem Gag-Feuerwerk ohne Ende. Es ist, ich meine, wir haben, ich glaube, alle 2 Minuten Gag. Aber dem Film gelingt es auch, wirklich die ernsten Momente gut darzustellen. Weil gerade als es bei Wade Wilson gut läuft, er sich schön verliebt und die beiden ein Paar werden, wird bei ihm Krebs diagnostiziert und das war es eigentlich. Das ist ein Todesurteil für ihn. Und er tut einem wirklich leid und diese Beziehung tut einem wirklich leid. Und wenn man hier mit Humor spielt, aber auf eine sehr clevere Art und Weise, das ist zum Beispiel einer meiner Lieblingswitze, den ich voll vergessen habe. Und zwar, Wade Wilson ist wach, weint, weil er über seine Diagnose nachdenkt, während Vanessa schläft. Sie wird wach, sieht, dass er nicht neben ihr liegt, fragt ihn, was ist los? Und der, ich hatte einen Liam Neeson-Albtraum. Ich habe probiert, seine Tochter zu entführen und er wollte sich rächen. Weißt du was? Es gibt mittlerweile 3 Filme davon. Ich glaube, vielleicht ist Liam Neeson einfach nur ein schäbiger Vater. Das ist ein verdammt guter Witz, aber gleichzeitig ist es gut für die Charakterzeichnung von Wade Wilson, weil anstatt sich wirklich der Realität zu stellen, wie es ihm gerade wirklich geht, benutzt er einen Humor, um davon abzulenken. Und das finde ich eigentlich ziemlich clever. Und dann sehen wir den ganzen Werdegang, wir sehen die ganze Origin-Story, dass er rekrutiert wurde von irgendeinem Typen in einer Bar, erinnert einen total an das Weapon X-Programm, und zwar, dass man an ihm experimentieren wollte, um eine Mutation krampfhaft hervorzurufen. Und das bringt uns zu Ajax, aka Francis, dem Bad Guy des Films. Ich so, woher kenne ich den Schauspieler nochmal? Fuck, Game of Thrones, er war der erste, wie hieß er, Dahorus? Dahorus? Der Liebhaber von Daenerys, der nochmal neu besetzt wurde. Ja, das ist er. Und er ist grandios bösartig. Das Besondere ist, selbst der Bad Guy im Film hat einen frechen Spruch nach dem anderen auf den Lippen. Das heißt, wir haben hier ein gutes Kontrastprogramm. Diese Charaktere passen genau in diese Welt. Und die ganzen Szenen, wo Wade Wilson gefoltert wird, von ihm und von Gina Carano, sind heftig, sind auch verflucht grafisch. Und da tut es einem auch wirklich leid, wenn sein Gesicht entstellt wird, aber er tatsächlich diese Gabe jetzt hat. Er kann so heilen wie Logan. Ist ihm aber egal, er sieht so fürchterlich entstellt aus, dass er seine Rache will, weil das war nicht das, worauf er sich eingelassen hat. Er dachte, er kriegt jetzt eine Chance, ein Superheld zu werden und sagt ja auch, bitte macht meinen Anzug nicht grün oder animiert. Weiterer cleverer Witz, den man schon im Trailer verbraten hat. Aber ja, hat mir sehr gut gefallen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass diese dramatischen Momente einen so hart treffen. Das tun sie aber. Und das hat mir wirklich gut gefallen beim erneuten Gucken. In der Gegenwart sucht er den Typen, er möchte, dass er das rückgängig macht, was er seinem Gesicht angetan hat. Weil, ja, generell das Hin und Her zwischen TJ Miller und Ryan Reynolds, wenn sie darüber sprechen, wie er aussieht, der beste Spruch bezüglich seines Gesichts ist definitiv der Freddy Krüger Spruch. Because you look like Freddy Krueger face fuck a topographical map of Utah. Er sieht wirklich so aus. Deswegen ist es ein guter Spruch. Ich kann es nicht anders sagen. Und das bringt uns dann zu den Tie-ins zum X-Men-Franchise, weil es ist irgendwo ein X-Men-Film. Wir sehen tatsächlich die School for the Gifted von Xavier und wir sehen Colossus. Und nicht den Colossus, den wir in X-Men 3 und X-Men Days of Future Past und X-Men 2 kennengelernt haben. Das ist ein anderer Schauspieler, aber wisst ihr was? Er ist wesentlich, wesentlich akkurater dargestellt als der andere Typ, weil Colossus ist ein Russe, Colossus ist eigentlich so ein Gentle Giant. Er hat immer wieder so eine Lektion auf den Lippen und wir lernen auch Negasonic Teenage Warhead kennen, der er beibringt, sich vernünftig zu benehmen. You make good X-Men, you know, brush your teeth, get up in the morning and have a great day. Ich so,
Das ist Colossus. Er sieht in den Nachrichten, dass Deadpool Massaker anrichtet. Ich meine, Deadpool killt Bad Guys. Deadpool ist kein Held. Deadpool würde den schlimmsten X-Men aller Zeiten machen. Ich meine, er rächt sich an Leuten und er bringt die auch um. Und auch die Trainingsmontage, wie er zu Deadpool wird, dass er anfangs weiße Klamotten anhatte, aber die waren immer voll mit Blut. Und wie er den einen Typen da auf dem Hockeystadion platt macht, ist auch verdammt lustig. Generell, diese Gewaltszenen, das ist so ein Kontrastprogramm zu Logan. Weil Logan ist auch R-rated. Logan ist R-rated und die Gewaltszenen, die tun richtig weh und sie sind dramatisch und sie haben Pathos. Hier sind sie einfach kreativ und sagen, wir toben uns aus mit Deadpool. Und das ziehen sie den ganzen Film über durch und ich liebe es. Es gibt eine Szene, wo ein Typen köpft und mit dem Kopf Fußball spielt. Klingt das abgefuckt? Ja, ist es, aber... Fuck it, das macht wahnsinnig Spaß in diesem Film, was mich auch zum Soundtrack bringt. Ich meine, nicht zum Score, die eigene Filmmusik ist nicht so besonders, aber es ist so ein bisschen dieser Guardians of the Galaxy-Effekt. Man hat wirklich sehr coole Musik im Film, die man sehr passend einsetzt. Ich meine, zum Schluss DMX, komm schon. Und Deadpool guckt in die Kamera und sagt, cue the music. Großartig, genau sowas will ich sehen. Hit the road, Jack. Generell, die Musik in dem Film macht wahnsinnig, wahnsinnig viel Spaß, passt sehr gut zu den Filmen. Aber wenn die X-Men auf Deadpool treffen und ihm ausreden wollen, den Bad Guy umzubringen, ist es einfach nur geil. Erst recht, wenn er sagt, come on, let's go see the professor. Einer meiner Lieblingsgags. McAvoy oder Stewart? Was witzig ist, was sehr witzig ist, weil wenn man Deadpool 2 guckt, sieht man, dass auch in den Deadpool-Filmen ist die Kontinuität irgendwie im Arsch, weil... Hier haben wir Colossus und Colossus ist ein als Erwachsenen. Das heißt, es soll schon irgendwie der Colossus sein, der mit Logan, Rogue und Co. aktiv werden könnte. Aber dann haben wir ein Cameo, mehrere Cameos in Deadpool 2 und das ist der jüngere Cast. Das ist McAvoy, das ist nicht Stewart. Das sollte eigentlich Stewart sein. Ganz egal, ich habe mich wahnsinnig gefreut über diese Titans, auch über den 127-Hours-Witz mit dem Arm, dem kleinen Babyarm. Ja, das sind die Sachen, die mich wirklich zum Lachen bringen in diesem Film. Der Film ist verdammt lustig. Dann ist es aber auch wieder tragisch, wenn Deadpool merkt, oh Gott, Ajax wird jetzt probieren, an mich heranzukommen über meine Freundin. Und ich muss ihm zuvorkommen. Und er traut sich nicht, sie anzugucken. Allein, weil er sich schämt, so wie er jetzt mittlerweile aussieht. Und dann wird sie entführt. Und jetzt wohnt er mittlerweile mit einer älteren blinden Frau, Blind Al. Erneut. Alle Nebenfiguren in diesem Film sind nicht so die krassesten Superhelden. Ich meine, abgesehen von Colossus und Negasonic Teenage Warhead, die eigentlich nur da sind, um auf Deadpool zu zeigen und zu sagen, was du machst, ist ja eigentlich ziemlich abgefuckt, sind die anderen Nebenfiguren einfach nur ganz normale, reguläre Menschen. Und ich liebe es, ob es die Blind Alice, ob es Weasel ist, ob es Stupinda ist, der auf Deadpools Rat hört und seinen Liebesrivalen gefangen nimmt, seinen Cousin ins Taxi packt. Das sind all diese Momente, die diesen Film so lustig machen, ihm so einen gewissen Charme geben und gleichzeitig jedes Mal, wenn Deadpool dann Vanessa sieht, wenn so sein Herz wirklich angegriffen wird, tut's einem weh, tut's einem leid für ihn. Es tut einem weh, wenn er in den Spiegel guckt und sieht, wie er mittlerweile ausschaut. Deswegen, der Film balanciert das richtig gut. So häufig ich im MCU kritisiere, dass man einen ernsten Moment nimmt und Humor draus macht, so gut macht der Film das Gegenteil. Weil der Film ist in erster Linie eine spaßige Komödie. Das zieht der Film komplett durch. Aber er beschreibt sich ja selbst auch als Liebesfilm. Aber wenn es dann um die ernsten Gefühle geht, da macht der Film keine blöden Witze und wenn es dort einen Witz gibt, dann passt der immer sehr organisch zu den Figuren. Und das Finale ist großartig, wenn sich Deadpool, Negasonic Teenage Warhead und Colossus, Ajax und seinen Schergen stellen, ist es eine coole Choreografie, obwohl die Action im zweiten Teil besser ist, auf den komme ich auch noch zu sprechen. Macht mega viel Spaß, es gibt ein paar Witze erneut, der hier. Fine. Feast. Oh, sounds like your last Saturday night. Bin ich kindisch, dass ich darüber lache? Ja, aber ich fand den witzig. Ich fand den wirklich witzig. Und ich liebe das Ende, wenn Deadpool es endlich gelingt, seinen Erzfeind zu besiegen. Er hat ihn vor sich und sagt, und du wirst jetzt mein Gesicht fixen. Er so, ich kann dein Gesicht gar nicht fixen. Und er, ich bring dich um. Und dann haben wir diese tolle Szene, wo Colossus ihm sagt, you know, there are only 5 moments in life that can make you an actual hero. The decision to do the right thing, spare an enemy. Und er redet weiter und Deadpool schießt dem Typen trotzdem einfach mittendrin im Kopf und Colossus fängt an zu kotzen. Großartig. Generell, das Zusammenspiel zwischen Deadpool und den X-Men ist so ein toller Kontrast, weil ich habe schon gesagt, Deadpool ist kein X-Men-Charakter. Er passt nicht in diese Welt rein. Er ist kein strahlender Held.
wie er Colossus beleidigt, das kann ich wahrscheinlich gar nicht zeigen, was er ihm an den Kopf wirft, ohne dass das Video erneut age-restricted ist, dass er Negasonic Teenage Warhead entweder Ripley aus Alien 3 nennt, und sie sieht wirklich so aus, oder Sinead O'Connor. Ist auch super. Ist einfach super, wie dieser Film mit Popkultur spielt und wie sehr Ryan Reynolds in diesem Film eigentlich schon darauf gepocht hat, dass Hugh Jackman mitspielen sollte als Logan. Ich meine, wir sehen, dass er sich zum Schluss eine Hugh Jackman-Maske angeklebt hat, wenn er sich endlich wieder mit Vanessa verträgt. Ich meine, sie ist auch anfangs wütend, weil er ist einfach abgehauen, kam nicht zurück und jetzt ist dieser Typ im roten Anzug. Aber ich finde es süß, wie sie sich zum Ende vertragen und wie es auch trotzdem passend dreckig für die beiden ist. Weil sie sagt, das ist ein Gesicht, bei dem ich lernen könnte, drauf zu sitzen, anstatt es zu küssen. Das passt zu den beiden Figuren. Ich finde das wundervoll. Ich finde deren Liebe wirklich süß. Und ich finde auch den letzten Gag, den Deadpool dann raushaut, den hatte ich schon ganz vergessen. Wenn er sich von den X-Men verabschiedet und Colossus sagt, sag Beast, er soll aufhören, auf meinen Rasen zu kacken. Tell Beast to stop shitting on my lawn and you. Sorry, zieht bei mir. Ich fand den Witz verdammt lustig. Der Film ist sowas Eigenes wie seinerzeit Guardians of the Galaxy. Man hat gesagt, wir haben hier einen sehr obskuren Charakter. Man hat gesagt, wir haben hier eine Figur, die ist self-aware, die redet mit dem Publikum. Gleichzeitig muss es brutaler sein. Gleichzeitig müssen die Witze auch wirklich reinhauen. Und gleichzeitig erzählen wir trotzdem eine sehr menschliche Liebesgeschichte, die überraschend gut funktioniert und auch tragisch ist. Und dem Film gelingt das alles so gut in nur 108 Minuten. Und gleichzeitig ist es halt erfrischend, einfach nur einen Typen zu sehen, der auf dem Rachefeldzug ist. Ich brauche nicht 10.000, 20.000 CGI-Armeen, die aufeinander losrennen und noch so eine belanglose Schlacht um die Welt, die angeblich schon wieder endet. Brauche ich alles gar nicht. Ich habe einen Charakter, den habe ich wundervoll kennengelernt, wundervoll etabliert. Er wurde auch echt akkurat repräsentiert, basierend auf der Vorlage. Klar, Vanessa ist eigentlich, ich glaube, wie ist ihr Name? Copycat oder so? In den Comics hat sie auch noch super Fähigkeiten. Darauf wird hier nicht wirklich eingegangen, aber es wäre auch ein bisschen zu viel gewesen. Ich finde es gerade cool, dass es eigentlich so down to earth ist, wenn es um die anderen Charaktere geht. Ich meine, fuck, Stan Lee hat ein Cameo als Ansager an einem Stripclub. Generell, Deadpool war damals schon lustig und ist heute immer noch lustig. Und ich weiß nicht, ob Deadpool immer noch sowas von politisch unkorrekt sein wird in den zukünftigen Filmen. Ich hoffe, das wird er, weil das macht Deadpool aus. Ich will keinen weichgespülten Deadpool haben. Ich hoffe, dass sie das weiterhin so durchziehen. Obwohl, über den zweiten Teil werde ich ja auch demnächst sprechen. Generell hatte ich mega Fun mit dem Film und der Film hatte dann auch die perfekte Post-Credit-Scene. Und es war einfach die Post-Credit-Scene geklaut aus Ferris Bueller's Day Off, oder auf Deutsch, glaube ich, heißt der Ferris macht blau, wo er im Bademantel nochmal zu sehen ist. You're still here. Go. Und dann teasert er an, dass es im nächsten Film Cable gibt und dass er eventuell von Keira Knightley gespielt wird. Großartig, großartig. Deadpool hat genau das gemacht, was Deadpool sein sollte. Es ist ein Film wirklich für die Fans. Es ist ein Herzensprojekt. Man merkt eine unfassbare Liebe für die Figur. Und eine derartige Liebe für die Figur habe ich das letzte Mal gespürt in der Raimi-Spidey-Trilogie und eventuell in der Liebe für Batman von Christopher Nolan ausgehend. Genau so besonders ist dieser Film fürs Superhelden-Genre gewesen. Und ja, er ist sehr Meta, muss er ja auch sein, und erwähnt, wir sind ab jetzt ein cooles Franchise, lass uns drauf trinken. Ich weiß nicht, in welche Richtung sich dieses Franchise noch begeben wird, aber der Startschuss, der war wirklich großartig und bis heute ist es ein Meilenstein in der Comicgeschichte. Und ja, er gehört zu den X-Men-Filmen, deswegen musste ich ihn hier besprechen. Und genau so rehabilitiert man einen Charakter. Denn fuck, was auch immer wir in X-Men Origins Wolverine gesehen haben, das war nicht Deadpool. Das hier aber, oh ja, das ist Deadpool. Und damit beende ich meinen Rewatch zu Deadpool, dem ersten Teil von Tim Miller. Witzig, Tim Miller hat Deadpool gemacht und ich so, wow, geiler Film. Dann hat er Terminator Dark Fate gemacht und ich so, wow. Was zur Hölle war das? Aber ja, das sind meine Gedanken zu Deadpool. Ich frage euch, wie steht ihr zu Deadpool? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.